Für ein Rad benötigt man einen kleinen Kartonreif oder einen gedrechselten Holzring. Als Mittelstück brauchen wir ein abgesägtes, rundes Hölzchen. Als Speichen nehmen wir Zahnstocher oder Zündhölzer. Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, die ein Verrutschen von Ring und Mittelstück verhindert. Nun schneidet man meist 6 Stück passende Zündholzsprossen und leimt diese zwischen Nabel und Radring.